Hallo und herzlich willkommen bei RAITV. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schweifpflege. Wie man sieht, ist Schweifpflege eine ganz wichtige Angelegenheit, denn das lange oder Langhaar des Pferdes wächst nicht sehr schnell und ist auch sehr sensibel, also das heißt, es bricht sehr schnell aus. Wichtig beim Schweifpflegen ist, dass man nicht hinter dem Pferd steht, wie hier, da es treten könnte und dann den Bauch oder auch die Beine treffen könnte. Also das heißt, beim Schweif, Putzen, Pflegen, wie auch immer, immer neben dem Pferd stehen. Wichtig ist zu Beginn der Schweifpflege, dass der Schweif verlesen wird. Meistens hat das Pferd Stroh im Schweif. Bei so einem dicken Schweif lässt sich immer was finden. Das heißt, es werden erstmal einzelne Strähnen in die Hand genommen und der Schweif wird nach Stroh durchsucht. Denn jeder Reiter weiß, dass bei Stroh im Schweif eine Runde gegeben werden muss. Also, der Schweif ist soweit sauber, aber ordentlich sieht er nicht wirklich aus. Vor allem bei einem so dicken Schweif empfiehlt es sich, Pflegeprodukte zu verwenden. Zur Schweifpflege verwende ich jetzt ein Spray. Es gibt so viele verschiedene Schweifpflegesprays, das jetzt einfach nur gewährleistet, dass ich den Schweif einfacher durchbürsten kann. Wir sprühen jetzt einfach mal den Schweif ein. Da sich in solchen Sachen oft sowas wie Silikon befindet, lässt sich dadurch der Schweif deutlich einfacher durchbürsten. Ich massiere das Ganze jetzt hier ein bisschen ein, damit ich auch fast überall was habe. Ich nehme jetzt erstmal den ganzen Schweif, halte diesen hier wirklich fest, damit ich beim Durchbürsten nicht die Haare aus dem Schweif oben, aus der Schweifrübe ausreiße, sondern erstmal die Knoten unten rausbekomme. Hierfür benutze ich extra eine Schweifbürste. Die gibt es auch in allen Formen, Farben und Modellen. Jetzt sind die Spitzen hier schön geschmeidig, wie beim eigenen Haar. Also gehe ich an die einzelnen Strähnen. Das Pferd hat einen sehr dicken Schweif, also muss ich wirklich gucken, dass ich fast jede einzelne Strähne erwische. So. Hierzu eignet es sich auch wieder, die Strähnen festzuhalten, damit kein Haar rausgerissen wird. Denn bis einmal ein so langes Haar gewachsen ist, vergehen wirklich Jahre. So, wir bürsten jetzt den Schweif durch. Gucken wir mal, dass er hier so ein bisschen ordentlich aussieht. Wenn man dann jede Strähne durchgebürstet hat, dann hat man hoffentlich einen sehr geschmeidigen Schweif und kann dann nochmal alles komplett durchbürsten, sodass dieser ordentlich am Pferd liegt. So. Okay.